Ja, liebe Modellbahn Freunde, der Weihnachtsmann hat tatsächlich was gebracht. Und zwar, werdet ihr gleich sehen, die Altenberger von Kühn. Jawohl, da habe ich mich gefreut. Also, muss ich aber gleich sagen, optisch sind die prima, gefallen mir sehr gut. Ich habe ja im TT-Board im Vorfeld schon gelesen, dass da Leute Probleme hatten mit Entgleisungen. Und da muss ich leider sagen, das ist auch wirklich so. Also hier im äußeren Kreis habe ich keine Probleme, aber im inneren Kreis, da entgleisen sie und natürlich immer dort, wo sie nicht sollen. Unten im Schattenbahnhof. Ja, ist wahrscheinlich, also ich vermute mal durch den ziemlich großen Achsstand in den Drehgestellen. Ich weiß nicht, ob in den Achsen was ist. Angeblich sollen sie ja wohl das Sprungmaß nicht ganz stimmen, aber das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Aber naja, also wie gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn das immer alles mit passen würde. Also irgendwie haben die jetzt alle mit den Achsen zu tun. Das ist ja bei den Arnoldwagen zum Teil schon so gewesen und naja, jetzt hier auch wieder. Aber trotzdem, schöne Wagen. Hier außen fahren sie. Auch der 84 fährt, ist zwar hier nicht so vorbildgemäß mehr, weil die in der Epoche 3 im Erzgebirge dann war, in Aue-Schwarzenberg. Aber das ist mir erstmal pups egal. Und hinten dran, den kennt ihr ja schon, ist der Fischwagen vom Hehl. Das war schön. Und jetzt habe ich, wie ihr seht, die Epora 3 aufgetragen. Und zwar alles Preußen. Bis jetzt auf den Sachsenzug. Ja, da ist nämlich die neue, die muss ich nur erst mal vorbereiten. So, jetzt kommt die Katz. So, da bin ich wieder. Also das Mietzel muss man erstmal reinlassen. Ja, wie gesagt, ich habe die ganzen Preußen aufgetragen. Ja, leider hat es ja nur die 55 vom Hedel nicht geschafft. Ich glaube, das war voriges Weihnachten, wo die angekündigt wurde und eigentlich schnell geliefert werden sollte. Naja, das ist ein kleiner Wermutstropfen, aber zurzeit klemmt es sowieso überall ein bisschen, auch mit den Fängen. Aber nö, hätte man ja den Mehrwertsteuersenkung noch mitnehmen können. Okay, macht nichts. So, jetzt habe ich hier den anderen Zug noch. Da war ich schon noch falsch gestellt. So, jetzt. Noch ein Schüttler, kennt ihr ja auch schon. Da habe ich schon mit den preußischen Dreiachser natürlich. Ist eine Sahne und die Kühn Lok, die 94 fährt hier mit den Abteilwagen. Also mit die Kühn Lok hier ist auch blanke Sahne, läuft. So, dann haben wir noch einen Preise, die 55 von Pico. Nachgüterzug. Das ist auch alles Balletti. Ja, was fehlt auf so einer Hauptstrecke? Ne? Also wie gesagt, da sind ja alles Preußen und ich würde mich mal freuen, wenn endlich mal einer sächsische Wagen bringen würde. Das wäre eigentlich das, was mir wirklich noch fehlt. Und auf so einer Hauptstrecke fährt ja, wie ich jetzt gerade wieder gelesen habe in meinen Büchern, über das BW Reichenbach zum Beispiel,
Die 39 bzw. dann die Rego 39, die 22 fehlt hier auf so einer Halbstrecke und auf der Nebenstrecke. Mühlau zum Beispiel ist die 91 gefahren, das wäre auch mal noch was. Ja, das Resümee von diesem Jahr ist lokomotivmäßig bescheiden. Ja, wie gesagt, Bigo hat nichts gebracht. Fischer brauchen wir nicht drüber reden. Hedel hat es mir auch nicht geschafft. Rogo ist rausgefallen und Kühn hat lokomotivmäßig jetzt auch nicht mehr nachgelegt. Aber da waren wenigstens schöne Wagen dabei. Auf die Kesselwagen warten wir allerdings auch noch. Und vom René habe ich 2 Achsen gekriegt. Wunderbar! Und da fährt jetzt meine 44 mit der ganzen Wismutfuhre wieder hervorragend. Also wie gesagt, warum da 2-mal Achsen drin waren für mit Haftreifen, das muss man nicht verstehen. Ja, also nochmal zurückzukommen. Was es Neues gab, ja, das war als einziges eigentlich die Club-Lok von Tillich, die 250-0-Serie. Aber sonst, ja, war nichts los. Tillich groß angekündigt, 78, nichts zu sehen. Und von der T3 mit Schlepptender auch nichts zu sehen, soll im April erst kommen. Und dann muss ich aber sagen, wenn die auch so fährt wie die kleine T3 mit ihrem bekloppten hier Digital-Decoder drin, dann geht sie wieder zurück. Also ich habe das ja nur also extra mein Trafo umgebaut, aber die Krücke, die fährt trotzdem nicht. Das ist nur ein Geruckel und Gehüppe. Also analog, ne? Das ist doch Quark. Also ein teures Standmodell. Naja, gut. Dann machen wir noch ein paar andere Fahrsituationen. Jetzt kommt noch einmal die 44. Also muss ich wirklich sagen, da bin ich froh, dass ich die habe. Ich will noch einmal danke an René, der mir ja die Achsen zur Verfügung gestellt hat. Du kriegst irgendwas von mir, als versprochen. Ist doch schön, hä? So müsste es sein. Unter uns mit den Bahnern. So, die 56er auf der Nebenbahn habt ihr ja gesehen. Da fällt mir gerade ein, das sind ja hier die Einheitswagen vom Schirmer. Da fehlt jetzt eigentlich der dritte auch noch, der im 4. Quartal kommen sollte. Und güterzugmäßig ist er auch ein 94 am Start. Und dann läuft noch eine P8 mit dem Schnellzug aus preußischen vierachsischen Abteilwagen. Die fährt auch wunderbar. Hätte ich mir noch ein paar mehr Varianten in der Epoche 3 gewünscht. Ruhig und geschmeidig. So, die Wismut hat den ersten Fall 200 gekriegt. Die alten Berger sind jetzt mit der 86 unterwegs.